Also, ich wollte die Pommes gerade abschütten, da musste ich feststellen, dass ich sie etwas zu lange drin gelassen hatte und... SpongeBob! Hier nimmt die Geschichte eine absurde Wendung. SpongeBob! Sie waren nämlich trotzdem nicht verbrannt. SpongeBob! Sieh doch! Wow, wo ist denn die große Krabbe? Zur Urlaubszeit wollen wir auch uns ein schönes Hotel basteln. Was gibt's denn Schöneres als die großen Türme? Denn wir schlagen unseren Gästen in diesem Haus auch den lächerlichsten Wunsch nicht aus. Heute brauchen wir ganz einfach ein bisschen hellblauen Beton. Dann holen wir uns abgezogenes Schwarzeichenholz raus. Am besten auch ohne Jahresringe, einfach nur die Rinde. Dann auch ein bisschen Schwarzeichenholzstufen. Dann einfach mal ein bisschen glatten Sonnenstein. Dann holen wir uns Steinziegelstufen raus. Na, sieht man nicht so gut auf meiner Straße hier. So, ein paar Stufen. Dann holen wir uns noch ein paar davon glatte Stufen raus. Dann ein paar gemeißelte Steinziegelblöcke. Dann noch ein bisschen hellgrauer Beton. Und eine Bruchsteinmauer. Kannst auch gern jede andere Mauer nehmen, was dir gefällt. Bei unseren großen Türmen fangen wir wie immer erstmal mit den Grundrissen an. Wir schnappen unseren blauen Beton und ziehen uns erstmal ein kleines Viereck von einer Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke. So, erstmal 18 Blöcke gerade lang und dann geht's einmal da hinten weg. Da setzen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke ran. Das heißt, Seiten sind 16 Blöcke und die Vorderfront sind 18 Blöcke. Wenn wir soweit unseren Grundriss haben, wollen wir den natürlich noch ein bisschen hochbauen. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weitere Blöcke rauf. Insgesamt ist es denn 10 Blöcke hoch. Sobald wir unseren Grundriss denn soweit nach oben gezogen haben, geht es jetzt erstmal weiter mit unseren Steinziegelstufen. Die wollen wir an der obersten Blockschicht einmal hier komplett ringsrum in jeder Ecke hier einmal platzieren. Und können dann anschließend, nachdem wir die rumgezogen haben, unsere glatten Steinstufen darauf einmal platzieren. Aber das ist nicht alles. Und zwar setzen wir die auch dann nochmal auf unsere Betonreihe. Und nochmal als Bonus einmal innen drin lassen wir das überstehen. Und so können wir das hier wie immer ringsrum setzen. Wenn wir unsere Stufen denn noch drauf platziert haben, fliegen wir mal jeweils hier innen drin in zu einer Ecke. Und hier diese Ecken, die vertiefen wir nochmal, so dass wir dann hier, sage ich mal, einen Block haben, da wo wir dann was raufsetzen können. Das machen wir dann hier insgesamt viermal. In jeder Ecke fliegen wir zu den Ecken, hier innen drin und vertiefen das Ganze einmal. So, wunderbar. Wenn wir das Ganze soweit haben, geht es jetzt los, dass wir mal unsere Schwarzeichenholz-Baumstämme mal nehmen und auf die Vorderseite fliegen. Kannst du dir jetzt aussuchen, wir haben zwei Seiten, die jeweils immer 18 Blöcke lang ist, ist die Vorder- oder Rückseite. So, da gucken wir mal an den Seiten. Da lassen wir 1, 2, 3, 4, ab dem 5. setzen wir uns mal einen Block, ja, genau, ab dem 5. setzen wir uns einen Block und zählen mal so nach vorne weg. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 und der 6. Block, da setzen wir unseren Baumstamm hin. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Also 1, 2, 3, 4, 5, so ab dem 5. geht es nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, und 6. Der 6. da setzen wir das hin. Unsere Baumstämme machen wir auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke. Natürlich beide. So. Danach nehmen wir gleich mal unseren Sandstein und können ihn mal von unserem Haus zack zu unserem Baumstamm ziehen. Einmal rüber zum anderen Baumstamm und wieder zum Haus hin. So, wunderbar. Wenn wir das haben, schnappen wir unsere Schwarzeichenholzstufen und können einmal unten hier eine Schicht davon ins Lang ziehen. Wieder nochmal darauf. So, natürlich hier einmal drauf und das Ganze bis nach vorne weg. Weiter geht's jetzt mit unserem Eingang vorne in unserem Hotel. Da nehmen wir einmal unseren hellgrauen Beton und fliegen mal hier rein. Wir können uns auch ein bisschen von unserem Baumstamm richten und zwar innen drin jetzt hier in dieser Fläche wollen wir den Eingang machen. Das heißt, wir fliegen mal hier neben unserem Baumstamm hin, einmal zur Hauswand und 1, 2, 3, 4 Blöcke steigen wir mal weg. Andere Seite genauso, wir brauchen nichts sehen, außer natürlich jetzt hier, was wir weghauen. So, 4 Stück. Und dann können wir das hier miteinander verbinden und die Fläche hier dazwischen einmal freihauen. So, den Rahmen setzen wir natürlich einmal mit unserem Beton. Den ziehen wir hier ringsherum. Und wer möchte, kann auch gerne in den Boden. Ich finde da einfach diesen Block am schönsten dafür. Ein Magnet nehmen. Einfach unten reinsetzen. Sieht super aus. Passt. So, wenn wir das denn soweit haben, nehmen wir natürlich noch unsere Mauer und setzen die jeweils hier an den Seiten einmal hin. Können wir ein bisschen nach oben machen. Das Glas machen wir noch im Nachhinein erstmal rein. Erstmal so die Mauern rein. Reicht erstmal. Jetzt wollen wir unten das Ganze ein bisschen vernieten. Wir nehmen mal unsere Steinziegelblöcke. Und zwar kannst du das jetzt einmal willkürlich machen.
Oder du machst es mit System. Was heißt System? Naja, es sollte schon, sag ich mal, so sein, dass sich diese Stränge hier immer miteinander ein bisschen verbinden. Gehst da einfach hin, schlägst hier was mit ran. Ne, wir vernieten jetzt hier so das Ganze. Machst du Pi mal Daumen, wo das hin soll, wie das hier, sag ich mal, abschneiden soll, wo das, sag ich mal, hier reingeht, hier rausgeht. So, dann mache ich das hier ringsrum. Alles so leicht ein bisschen vernieten, wie man halt möchte. Da muss ich mal so ein bisschen bei meinem Vorbau gucken, weil ich habe das da eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht, so vom Muster her. Das gefällt mir da eigentlich doch sehr. Na, wie gesagt, da muss man so ein bisschen Pi mal Daumen, sag ich mal, hier so ein bisschen lang gehen. Wenn man ein paar Blöcke nach links zu viel hat oder nach rechts, ist das auch nicht so schlimm. Wie gesagt, das vernietet man hier einfach so. Und bei Spawnshop war das auch nicht so ganz genau. Na, wie gehen wir hier? So. Ach, kommen wir einmal bis da unten. Und ich fülle mir das mal aus. So, ein bisschen hier immer gucken, wie wir uns das machen wollen. Zack, ich gehe hier nochmal zur Seite weg. Wie gesagt, da müsst ihr einfach so ein bisschen nach Gefühl euch das hier so ein bisschen freihauen, wie ihr euch, sag ich mal, hier das Ganze vernieten wollt. So, ich gehe hier mal nach oben. Dann gehe ich hier noch nach unten. Dann gehe ich hier noch ein, zwei runter. So. So ein bisschen mit Gefühl einfach hier so ein bisschen das Ganze sich vernieten, wie man möchte. Zack, zack, zack. Na komm, hier mache ich es auch nochmal runter. Und hier oben mache ich mir auch nochmal was. Einfach so, weil wir es können. Zack. Und das geht dann einfach mal, würde ich mal sagen, hier so ein bisschen rein. So, und hier nach oben will ich es auch noch haben. Wunderbar. So, dann kannst du das vernieten, wie du möchtest. Tob dich aus. Sei kreativ. Kannst auch hier ruhig nochmal eine Strebe reinhauen, wenn man möchte. So, das stört nicht. Okay. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt erstmal weiter, dass wir schon ein bisschen was vorbauen, und zwar unsere Stockwerke. Wir schnappen mal nochmal unseren hellblauen Beton und können jetzt, sag ich mal, gleich hier in dieser Reihe hier, sag ich mal, an unseren Stufen hier, eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Betonblöcke einmal hier ringsrum setzen. Sobald wir oben unsere Betonblöcke platziert haben, schnappen wir mal ganz kurz ein bisschen hellblau, Glasscheiben und Eisengitter. Und zwar wollen wir unten unsere Tür schon mal reinsetzen. Ich kann dir einfach nur das blaue Glas empfehlen, das kommt eigentlich zu der Folge sehr nahe von der Glasfarbe. So, in der Mitte setzen wir einfach unsere Glasscheiben rein. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du möchtest dir dein Hotel einrichten oder nicht. Wenn du es dir einrichtest, mach dir die Türen einfach so hin, dass sie halt offen sind. Das kannst du natürlich in beide Richtungen einmal machen. Und wenn du es dir, sag ich mal, nicht einrichten möchtest und halt einfach nur als Kulisse haben möchtest, halt als Deko, dann machst du die Eisengitter einfach in der Mitte hin und dann ist es halt zu. Wie du möchtest. Entweder richtest du dir ein oder lässt es geschlossen zur Deko. Jetzt beginnen wir langsam mit dem Stockwerken. Und zwar holen wir uns nochmal, oder behalten immer noch unseren blauen Beton. Genauso wie das Holz behalten wir. Jetzt holen wir uns aber ein paar Birkenzäune raus. Du kannst auch ganz normalen Zaun nehmen. Das ist so Geschmackssache, was dir so besser gefällt. Dann holen wir uns ein paar steinzige Treppen raus. Denn natürlich Glas. Ich würde jetzt dir das Glas empfehlen, was du jetzt unten bei der Eingangstür schon verwendet hast. Also hellblaues Glas. Scheiben wie Blöcke. Dann holen wir uns noch ein bisschen schwarzen Beton raus, um das Ganze zu verkleiden. Ich finde, schwarzen Beton passt am besten jetzt dazu. Dann holen wir uns noch ein paar Steinknöpfe raus. Und was wir brauchen, wenn du es benutzen möchtest, den Konstruktionsblock, um unsere Stockwerke uns zu gruppieren. Weil ich glaube, jedes Mal dieses gleiche Stockwerk sich zu basteln, ist ein bisschen umständlich. Von daher lege ich dir das wirklich an Herz. Wir beginnen erstmal mit unseren Balkons bei der ersten Etage. Wir schnappen mal unsere Holzblöcke. Und zwar fliegen wir an die Seiten hin und zählen von unten 1, 2, 3. 4. Fünften können wir gerne schon mal als Markierung setzen. Also 4 Betonblöcke brauchen wir unten und setzen unsere Baumstämme auch hier 4-mal hin. So, das Ganze möchte ich gerne mir einmal überstehen lassen. So, das mache ich mir dann gleich hier schon mal auf eine 2er Höhe. Und schon haben wir unser Beton oder Balkon schon hier so vorne uns platziert. Wer möchte, kann auch gerne hier so ein bisschen mit der Textur von unserem Baumstamm arbeiten, ne, dass das noch schick aussieht. Wenn wir es ja gleich kopieren wollen, sollte es gleich beim ersten Mal gut aussehen, sonst muss es ja die ganze Zeit nachbearbeiten. So, auf der Seite hier wollen wir natürlich denn das Ganze auch noch einmal, zweimal überstehen lassen. Das ziehen wir mal zur anderen Seite. Und auch hier lassen wir die Baumstämme insgesamt 4-mal hier so reinlaufen. So, zack, 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 zack. Das können wir hier genauso machen. Und danach können wir eigentlich hier, sag ich mal, auf der Vorderseite das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen dicker machen. So, zack, zack, zack. Ziehen wir das Ganze hier so lang. Okay, dann haben wir schon mal den ersten Balkon so fertig. Den wollen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite bauen. Auch hier wieder darauf achten. 1, 2, 3, 4. Ab dem fünften können wir hier viermal unseren Baumstamm hier einmal hinsetzen. So, das lassen wir natürlich dann hier auch wieder einmal so überstehen. Zack, hier auf der Seite genauso. Und auf der Rückseite auch wieder 4.
Baumstämme so einfach überstehen lassen. Und dann können wir unser Balkon auch hier hinsetzen. Sobald wir unsere zwei Balkons haben, geht es jetzt weiter mit unserem Birkenzaun. Und zwar erinnert ihr euch noch an diese Vertiefung, die wir haben. Wir schlagen jetzt einfach hier in den Ecken von unserem Balkons einfach ein Loch ein und ziehen den Zaun erstmal so hoch, wie, sag ich mal, hier auch unser Stockwerk ist. So, das machen wir natürlich hier auch wieder auf allen vier Seiten. Können wir unsere Zäune dann einmal hier platzieren. Das machen wir mal. Nach unseren Zäunen wollen wir jetzt natürlich schon gleich anfangen mit den Fenstern und natürlich den, Türen zu unserem Balkon. Wir können uns schon gerne mal unser Glas schnappen. Und zwar beim Balkon jeweils hier schlagen wir einmal hier diese Mitte einmal frei auf eine Dreierhöhe. Und wer möchte, kann auch gleich schon mal sich hier die Glasscheiben einmal reinsetzen. Das machen wir bei jedem Balkon auf beiden Seiten. Sag ich mal, habe ich mich jetzt hier verbastelt? Na huch, Tatsache, verbastelt. So, ihr sagt auch gar nichts. So, wir müssen das Ganze, sag ich mal, hier nur auf 4 und nicht auf 5. Ah, haben wir das hier auf allen Seiten? Ja, hier ist 4. Kontrollieren wir gleich mal auf der Rückseite. Hier haben wir auch 4 und hier haben wir auch 4. Okay, das passt also. War nur vorne der eine Fehler. Ja, und zwar setzen wir dann hier einfach mal unsere Fenster rein. Zack, zack, zack. Oder unsere Türen, eher gesagt, ne, zum Gang hier zu unserem Balkon. Das machen wir natürlich auf Vorder- wie Rückseite einfach mal hier zusammen. Ja, hier vorne machen wir es auch nochmal. So, wunderbar. Wenn wir das soweit haben, können wir jetzt mit den ganzen Fenstern anfangen. Und zwar sind die immer, sage ich mal, gleich aufgebauten 2x2 Fenster. Wir können hier vorne auch gleich mal anfangen. Ihr sucht hier euch einfach so ein bisschen die Mitte raus. Das Fenster hat immer so die oberste Höhe von unserer Tür. Und hat jetzt hier auf der Vorder- wie Rückseite immer Maß, sage ich mal, zur Tür, so 3 Blöcke Platz. Ja, das können wir dann, sag ich mal, auf der Rückseite genauso machen. Ja, dass wir hier dazwischen immer 3 Blöcke Platz haben. So, dann wollen wir nochmal solche Fenster an den Seiten freihauen. Auch hier lassen wir in der Seite 3 Blöcke Platz. Ein 2x2 Fenster rein, dann 2 Blöcke Platz und nochmal so ein 2x2 Fenster rein und solltest hier noch 3 Blöcke haben. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Wir gucken natürlich von der Außenansicht. Hier, also 3 Blöcke, dann machen wir unser Fenster rein, 2 Blöcke und Fenster rein. So, diese Fenster wollen wir nochmal nach unten legen. Auch hier lassen wir an den Seiten 3 Blöcke Platz und schlagen uns hier einfach so unser Fenster rein. 2 Blöcke Platz und wieder unser Fenster rein. Wunderbar, das passt. So, machen wir natürlich hier nochmal auf der anderen Seite genauso. Einfach hier, zack, 2 Fenster rein. Nur auf der Vorderseite unten, hier machen wir kein weiteres Fenster rein. Das lassen wir so. Jetzt können wir diese Fenster auch bestücken. Dann heißt einfach, wir nehmen unsere Treppen, setzen die hier so kreisförmig einmal an. Und wer möchte, kann auch gleich schon mal unsere Glasblöcke dahinter verwenden. So, jetzt bleibt dir wieder ein bisschen was offen. Und zwar, wenn du es dir natürlich jetzt einrichten möchtest, kannst du dir jetzt gerne Zeit lassen. Halt das Video an, richte dir das Ganze ein, so weit wie es jetzt geht. Denn jetzt wollen wir anfangen, das Ganze zu kopieren. Das heißt, wenn du dir jetzt diese Etage einrichtest und sie kopierst, hast du halt das ganze Gebäude eingerichtet. Ist die einfachste und schnellste Lösung. Und daher, wenn du es dir jetzt gestalten willst, ist jetzt der Moment. Okay, du möchtest sie nicht einrichten? Kein Problem. Dafür gibt es auch eine Lösung. Und zwar ganz einfach gesagt. Natürlich müssen wir erstmal die ganzen Fenster hier einmal bestücken. Das machen wir wie immer hier im Schnelldurchlauf. Ich habe schon mal leicht angefangen, wenn du es dir natürlich nur Deko machen möchtest. Ne, da setzt du natürlich deine Glasscheiben, Glasblöcke rein und nimmst den schwarzen Beton und verkleidest das hinten, damit man natürlich nicht reingucken kann. Pass auf, wir haben natürlich jetzt hier bei unseren Balkontüren, sage ich mal, jetzt Glasscheiben verwendet. Das heißt, du kannst die Blöcke nicht einfach dahinter ransetzen, weil dann verbinden sich die natürlich mit den Glasscheiben. Von daher müsst du hier einfach eine Blockreihe dazwischen Platz lassen und kannst dann so denn das Ganze dir hier verkleiden. Bei unseren Seitenfenstern ist das relativ egal, da sind die Glasblöcke, da kannst du die schwarzen Betonblöcke einfach ransetzen. Und so verkleidest du das Ganze erstmal. Bevor es jetzt rangeht, das Ganze sich zu kopieren, müssen wir noch eine Sache machen. Und zwar nehmen wir nochmal unsere Steinknöpfe und müssen noch ein paar Nieten hier reinhauen. Das kannst du natürlich jetzt gerne wieder willkürlich machen oder mit System. Bei mir wäre es ein bisschen jetzt mit System, dass ich hier alles so ein bisschen synchron gleich baue. Sag ich mir jetzt hier auf unserer Etage, da setze ich meine Nieten komplett hier einmal an der Seite einmal ran. Hier so genau schön mittig setze ich mir das Ganze hin. Kann auch ruhig hier immer so einmal nach oben genietet werden. Ne, und auch hier auf der Rückseite genau das gleiche Spiel. Würde ich euch einfach empfehlen, bevor wir uns das Ganze jetzt kopieren, weil sonst musst du das Ganze jetzt nachhinein da machen. Das wäre ein bisschen zu umständlich und dauert einfach auch zu lange. Von daher machen wir das hier auf die schnelle Lösung. Einfach so ein paar Nieten hin, zack, 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 wunderbar, bis wir wieder auf der anderen Seite vorder angekommen sind. Genau gleiches Spiel wollen wir hier unten nochmal machen. Würde ich eigentlich genau fast den gleichen Schritt machen, nur dass ich jetzt auf der Vorderseite hier, sag ich mal, hier so einen kleinen Bogen mir mache, damit auch hier so ein kleiner Unterschied zu sehen ist. Und dann gehe ich hier wieder runter. Ah, wie verbinde ich mir das? Ich verbinde mir das jetzt so hier. Das reicht schon völlig aus.
So, andere Seite wollen wir genau gleich hier nochmal die Nieten hier einmal rumziehen. Die würde ich eigentlich genauso machen, wie wir das jetzt oben haben, weil die Seiten eigentlich identisch sind. Und auf der Rückseite, wie gesagt, da würde ich halt so eine kleine Erhöhung mehr machen. So. Einfach hier so ein paar Knöpfe lang. Wenn du möchtest, kannst du auch einmal gerne nach oben gehen. Ne, das geht auch. So, mache ich hier noch einmal vernieten. Und dann verniete ich mir das hier nochmal. Ah, das wäre zu synchron. Zack, setze ich mir das hier. Genau. Und dann komme ich hier schon wieder auf der anderen Seite. Und gucke nochmal kurz oben, wie ich mir das da gesetzt habe. Zack, und setze mir das hin. Genau. So, dann haben wir das Ganze noch vernietet. Und können das Ganze jetzt natürlich jetzt nach oben kopieren, so oft wir es jetzt möchten. Falls du natürlich jetzt diese Art nicht machen möchtest, kann ich dir natürlich auch sagen, du kannst es gerne auch per Hand bauen. Musst du halt pro Stockwerk dir jeweils immer 5 Blöcke machen. Und kannst dann das Stockwerk dir wieder so einrichten, machst du wieder 5 Blöcke hin und richtest es dir wieder ein. Dauert ziemlich lange, von daher empfehle ich dir wirklich heute mal ein bisschen das Kopieren. Ist auch relativ simpel. Und zwar, wir fliegen jetzt hier einfach vorne hin. Du kannst auch gerne gleich hier an der Ecke, genau hier vorne am Balkon, dir deinen Kopierblock einmal machen. Dann klicken wir da mal rein. Muss auf Speichern sein. Und dann müssen wir jetzt natürlich noch das Maß haben. So, ich habe das Maß. Also, x gleich 16. Höhe müsste 5 Blöcke sein, denn jede Etage hat halt 5 Blöcke. Und z, die Breite, wäre dann 19. Das Schöne bei diesem Block ist, der zeichnet uns das nochmal ein, wenn wir rausgehen, ob wir alles haben. Das heißt, du kannst sicherheitshalber nochmal rumfliegen. Gucken, ob du wirklich den Bereich hast, den du auch gerne jetzt kopieren möchtest und den wir nach oben natürlich jetzt einmal setzen wollen. Schnapp dir mal einen Hilfsblock. Jetzt setzen wir einfach mal hier einfach eine Reihe hin. Die kannst du ein bisschen nach oben ziehen. Das ist einfach unsere Hilfslinie, damit wir mal wissen, wo wir so ein bisschen unseren Kopierblock angesetzt haben. Obwohl, warte mal, das dürfen wir nicht gleich machen, denn wenn wir das jetzt da reinsetzen, wir haben es ja noch nicht gespeichert. So, jetzt müssen wir natürlich das Ganze noch benennen. Das nennen wir jetzt einfach mal E für Etage. So ganz kurz, ne, damit es halt einfach ist. Dann klicken wir einmal auf Speichern, dann ist es gespeichert. So, jetzt gehen wir nach oben, setzen wir jetzt den Block hier an und ihr seht jetzt bei den Kästen, die Kästen dürfen jetzt nicht darunter liegen. Wenn das jetzt so ist, ist das falsch. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass unser Block genau hier auf der Linie ist. Wenn wir das soweit haben, klicken wir rein, gehen auf Laden, geben jetzt hier einfach mal unser E ein für unsere Etage und ihr seht schon, das Kästchen befüllt sich, klicken auf Laden und haben unsere Etage kopiert. Ganz easy, ne? So, jetzt gehen wir wieder hier hin. Ne? Block hin, klicken rein, laden, wieder E, unsere Etage und laden. Und ihr seht, diese Hilfslinie, die wir haben, die verschwindet automatisch. Ne? Darum kannst du dir das jetzt erstmal bitte nach oben ziehen. Und sobald du es dir einmal geladen hast, ne, oder einmal abgespeichert hast, kannst du es dir immer wieder laden. Die Stockwerke, sag ich mal, oder die Anzahl der Stockwerke bei unserem Hotel sind offiziell 9 Stück. Du kannst natürlich dir mehr machen, du kannst dir weniger machen, wie du möchtest. So, das machen wir jetzt erstmal komplett, 9-mal. Sobald du den 9 Etagen drauf gemacht hast, solltest du aussehen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie oft habt ihr euch das jetzt hochkopiert, wie hoch habt ihr eure großen Türme gebastelt. 9-mal ist ja offiziell, schafft ihr mehr? Könnt ihr mal reinschreiben. So, danach bleibt nur eins übrig, natürlich unseren Kopieblock einmal hier noch zu entfernen per Hand. So, und wenn wir das haben, geht es jetzt schon ran, dass wir oben unsere große Krabbe noch einmal raufsetzen. Das heißt, wir fliegen mal hin und nehmen schon mal unsere Holzblöcke zur Hand. So, erster Schritt wäre eigentlich genau jetzt wie immer einen Balkon uns hier erstmal rauf zu basteln. Das heißt, du nimmst ja einfach deine Baumstämme und kannst ja an den Seiten, wie wir es jetzt unten haben, einfach hier zweimal auf beiden Seiten unsere Balkons noch setzen. Der Unterschied jetzt hier oben ist einfach nur, dass wir bei unseren Balkons keine Vertiefung hier innen drin lassen. Die könnt ihr komplett einmal zubauen zu so einem schönen Klotz. Und auf der Rückseite können wir das Ganze auch miteinander verbinden. Da müssen wir das nicht offen stehen lassen, denn das ist die große Krabbe. Die hat hinten ja auch keine Lücke, von daher machen wir das hinten zu und vorne lassen wir es auf, denn da kommt ja noch unsere Tür rein. So, bevor wir jetzt natürlich gleich anfangen mit der großen Krabbe, holen wir uns natürlich noch das richtige Baumaterial. Und wieder behalten wir uns natürlich unsere Holzblöcke. Holen uns dann wieder natürlich unsere Glasblöcke raus, so behalten die halt noch, wie man die gerade noch hat im Inventar. Holen uns jetzt aber mal ein bisschen gelbes Glas raus, natürlich ein paar Eisenblöcke, dann holen wir uns noch Eisengitter raus, nochmal eine Steinziegeltreppe, dann nochmal ein bisschen glatten Stein an sich, dann nochmal die Stufen holen wir uns raus und dann noch ein paar Steinziegelmauern. Bei unserer großen Krabbe fangen wir erstmal mit den Seitenteilen an, das heißt wir nehmen unsere Baumstämme und fliegen jetzt hier mal in die Ecke und setzen uns jetzt hier einfach mal so einen Viererklotz hin. So, das machen wir natürlich synchron immer auf allen Seiten gleich mit. Aber wir fangen erstmal an. So, der erste ist so ein Viererklotz und den wollen wir auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke uns machen. So,
5 Blöcke. Das heißt, in jeder Ecke setzen wir jetzt erstmal so eine Klotz uns einmal hin. Sobald wir in jeder Ecke diesen 5er Klotz uns hingesetzt haben, setzen wir jetzt da zur Seite einmal rauf noch 3 weitere. 1, 2, 3. So, diesen Dreier können wir dann auch nochmal einmal nach vorne so einmal überstehen lassen. So, und das machen wir auch wieder auf jeder Seite, synchron einfach mit, ne, damit wir schön überall gleich weit kommen. So, andere Seite natürlich auch. Und sobald wir das haben, geht es jetzt weiter, dass wir jetzt hier einmal so eine Ecke uns reinbasteln. Dann basteln wir uns nochmal so eine Ecke ran, machen das auf der anderen Seite mit. Also einfach hier so eine Ecke ran, dann nochmal so eine Ecke ran. Dann könnt ihr einfach oben die 2 Blöcke miteinander verbinden und darauf nochmal die 2 Blöcke einfach mit verbinden. Und am besten so, dass hier nur ein Block an der Seite übersteht. So, wir gucken uns das nochmal von der anderen Seite an, weil da sehen wir noch schön das Motiv. Also erstmal eine Ecke ran, dann kommt wieder eine Ecke ran. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Erste Ecke, zweite Ecke, oben verbinden und dann hier so, dass nur einer übersteht. Und dann haben wir unseren Bogen von der großen Krabbe fertig. Müssen wir natürlich noch auf der anderen Seite machen. Wir haben die Seitenteile schon mal so ein bisschen vorgebaut. Jetzt wollen wir natürlich das Ganze noch befüllen. Wir fangen mit der Vorderseite an. Wir fliegen zu unserem Fünfer hier hin. Gleich in der Ecke setzen wir einmal so eine Strebe zur anderen Seite hin. Lassen an der Seite dann 2 Blöcke Platz und können dann hier einfach eine Strebe so mal nach oben ziehen. Machen wir auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Strebe nach oben. Denn jetzt können wir unsere Fenster reinsetzen. Nehmen natürlich unsere Glasblöcke. Können hier an der Seite natürlich so ganz natürlich hier zack unsere Glasblöcke einmal reinsetzen. Machen wir natürlich gleich auf beiden Seiten und können anschließend natürlich noch gleich die Tür reinsetzen. Die ist genau auf unserer Betonschicht, das heißt hier einfach drauf unsere Glasblöcke einmal setzen. Und sobald wir die reingesetzt haben, können wir natürlich noch gleich unsere Türknäufe einmal reinsetzen. Da nehmen wir natürlich einmal unser gelbes Glas und setzen die einfach hier so beidseitig mittig hin und fertig. Jetzt fliegen wir mal einmal in unsere große Krabbe rein, nehmen nochmal unsere Baumstämme, denn ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus, wenn wir unter unseren Fenstern einfach nochmal eine weitere Holzschicht uns einmal platzieren. Sieht einfach besser aus, machen wir. Rückseite brauchen wir das Ganze nicht, nur die Seiten. So, die wollen wir natürlich jetzt auch einmal mit unserem Glas beziehen. Da setzen wir auch wieder eine Glasblockschicht drauf, das Ganze auf eine 4er Höhe und dann beidseitig natürlich. Den Rest, was wir über unseren Glasblöcken haben, könnt ihr einfach mit Baumstämmen ausfüllen. Das machen wir auf beiden Seiten wie immer. Um die Seite natürlich noch abzuschließen, nehmen wir noch unsere Eisengitter mal zur Hand und können die jetzt hier einmal komplett auf der Seite befüllen. Sobald wir das auf beiden Seiten natürlich gemacht haben, geht es jetzt weiter mit der Rückseite. Da schnappen wir mal unsere Eisenblöcke und platzieren die einfach mal, würde ich mal sagen, wie auf der innenliegenden Seite, dass wir noch so 2 Baumstammreihen davor einfach noch zu sehen haben und können hier dann auch wieder einfach eine 4er Höhe uns einmal hier so lang ziehen. Zack, zack, zack. Setzen wir hier unsere Eisenblöcke hin. Und wenn wir das soweit haben, geht es weiter, dass wir natürlich hier oben die Mitte einmal befüllen. Wir fangen auf der Seite an, obwohl erstmal müssen wir noch auf unsere Eisenblockreihe noch eine weitere Baumstammreihe machen. Genau. Und jetzt geht's los. Und zwar, wir beginnen dann erstmal natürlich hier mit der ersten Baumstammreihe. Dann kommt eine 2er Baumstammreihe. Wir machen es einfach mal auf beiden Seiten, damit die sich auch oben gleich treffen. Dann kommen 2 einzelne. Und dann können wir hier oben das ausfüllen und haben hier eine 4er Reihe. So, dieses Maß können wir dann einmal zur anderen Seite ziehen. Ich zeichne euch das hier nochmal vor. Ganz einfach. Erst ein 2er, 2 1er und oben ein 4er. Super, und so können wir das verbinden. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt weiter, dass wir natürlich unseren Schornstein oben einmal raufbasteln. Wir schnappen unseren glatten Stein. Ich lasse mir jetzt einfach mal hier vorne, würde ich mal sagen, hier oben 2 Blöcke Platz. Und 1, 2, 3, 4 Blöcke schlage ich mir hier nochmal weg. Einfach mal freihauen. Dann setze ich mir hier mal in der Mitte meiner glatten Steinblöcke hin. Das Ganze mache ich mal einmal überstehend. Und auf der Vorder- wie Rückseite setze ich mir, um es halt noch ein bisschen schön aussehen zu lassen, einfach ein paar Treppen hin, denn Blöcke wären mir zu langweilig. So, ganz oben setze ich mir noch ein paar Stufen rauf und fertig ist mein Schornstein. Mr. Krabs hat oben auch noch eine Antenne drauf. Normalerweise würde ich es damit Eisengitter machen, aber bei so einem großen Turm auf weiter Distanz sieht man die Gitter nicht mal ganz so gut. Von daher nehmen wir mal natürlich Mauern und dann setze ich mir hier ganz simpel einfach mal noch so eine Antenne ran. Na, vielleicht lassen wir sie auf eine 3er Höhe. Sieht ein bisschen besser aus. Genau, das machen wir. Zack, einmal ringsrum und fertig ist die Antenne. So, jetzt darfst du natürlich noch sagen, was fehlt. Genau, die Fahnen. So, da holen wir uns einfach mal ein bisschen Birkenzaun da raus und ein paar bunte Wolleblöcke. Die Farbe darfst du dir aussuchen, das ist völlig egal. So, wir fliegen jetzt unseren Dreier hin. Einfach hier an der Seite setzen wir unser Zauntor hin
Und dann kannst du einfach anfangen, dir deine Wolle hier so ein bisschen zu platzieren, wie du möchtest. Machst sie ein bisschen unterschiedlich. Ja, vielleicht manchmal so oder so oder so. So einfach bunt gemixt setzt du dir einfach deine Wollblöcke einfach oben hin. Ich weiß, dir fällt auf, hier habe ich das auch schon ein bisschen verkleidet. Sieht einfach besser aus, als wenn wir das, sag ich mal, mit einem schwarzen Beton noch dahinter ein bisschen verkleiden. So, dann haben wir unsere Krosse-Krabbe damit auch gebastelt. So, jetzt gibt es aber noch Bonusmaterial. Hahaha, Bonusmaterial. Und zwar wollen wir nach vorne das Krosse-Krabbe-Schild basteln. Für unser Schild holen wir uns mal wie immer glatten Stein raus, denn ein bisschen Eichenzaun, denn Pupotreppen, Blöcke und Stufen davon hier einmal von dieser Sorte. Natürlich ein bisschen brauchen wir noch ein paar Buchstaben, ein schönes K, Bindestrich und T, ne, für die großen Türme. Wenn du dir natürlich das jetzt für eine große Krabbe bastelst, dann musst du einfach nur KK machen, ne, statt KT. Wir beginnen erstmal mit Lattenstein, das ist einfach der Fuß von unserem Schild. Das würde ich einfach so schräg so ein bisschen vor unserem Gebäude natürlich platzieren. Dann könnt ihr natürlich jetzt euch ein bisschen Zaun platzieren. Wie hoch ihr euer Schild machen wollt, ist euch überlassen. Ich empfehle so Pi mal Daumen, sollte nicht höher sein als jetzt die erste Etage. Und dann fangen wir an, dass wir hier erstmal drei umgedrehte Treppen uns einmal so basteln, die sich natürlich dann hier so einmal anecken. Dieses Spiel machen wir noch einmal. Also noch einmal umgedrehte Treppen dahinter und die sich wieder so schräg einmal anecken. So, danach setzen wir hier drauf eine Blockreihe. Darauf dann eine normale Treppenreihe und davor eine umgedrehte Treppenreihe und darauf eine Stufe. Weiter geht's jetzt wieder mit Treppen. Wir setzen jetzt hier vorne eine normale Treppe ran. An den Seiten lassen wir die einmal anecken. Hier unten machen wir wieder umgedrehte Treppen, die sich auch wieder überall anecken. Und zu guter Letzt wollen wir noch einfach ein paar Stufen hier vorne so platzieren. Die Seiten sollten ein bisschen höher sein und die darunter halt so platziert. Und schon haben wir diese riesige Muschel fertig und du kannst den einfach mit deinen Banners zack, 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 die einmal drin platzieren und fertig. Und schon hast du das große Krabbeschild. Ich hoffe, du bist immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt stehen die großen Türme da. Jetzt kannst du einchecken, dir ein Zimmer nehmen, dich von vorne bis hinten bedienen lassen von SpongeBob und Thaddäus. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!